Und wohin bringst du ihn? Zu seinem Vater, nach London. London? Gute Reise. Das ist für dich und sie. Und danke für die Hilfe. Mal wieder. Nun, ich gratuliere, du hast es geschafft. Ich hoffe, er hat nicht zu viel Ärger gemacht. Er war ein echter Schatz. Und jetzt... Ja, unsere Abmachung. Du glaubst wirklich, dass es so leicht sein wird? Allerdings. Du verkackter alter... Oder fehlt dir der Mumm dazu, ja? Erledige das. Wird auch Zeit. Nur wir beide. So ist es besser. Findest du nicht? Oh ja, ein Traum wird endlich wahr. Wir werden uns nochmal begegnen. Auf Wiedersehen. Eine Woche. Ich konnte dich zusammenflicken, aber du wirst Schmerzen haben. Das vertrage ich schon. Ich muss William Eckers finden. Eckers? Bist du völlig verrückt? Er war es doch, der das getan hat. Und jetzt soll ich dir helfen? Mehr oder weniger. Ich helfe dir nicht, dich umzubringen, Ruby. Tut mir leid, das kann ich nicht. Ich hab was gut, Milo. Ich glaube, in der letzten Woche habe ich diese Schuld beglichen. Du erinnerst dich zwar nicht, aber nur deshalb lebst du noch. Gerade so. Zeig mir die Richtung. Ich mach den Rest. Na gut. Ich kenne da eine Tschechin namens Kafka Dvorak. Ich werde sie anrufen. Mehr kann ich nicht tun. Ich habe sie angerufen. Sie will sich mit dir treffen. Wo? Geht's los? Im britischen Museum. Townsley-Flügel. Sie schlägt einen Handel vor. Was für einen Handel? Keine Ahnung. Wenn du ihre Hilfe willst, musst du tun, was sie will. Wundervoll. Du bist Dvorak. Bitte. Kafka. Du bist Ruby. Dein Ruf eilt dir voraus. Ich muss zugeben, dass ich mich umgehört habe. Was ich erfahren habe, hat mich beeindruckt. Es freut mich, deine Zustimmung zu finden. Die hast du in der Tat. Dies, Ruby, ist eine Abhandlung aus dem 13. Jahrhundert über die geografische Architektur von London. Dies ist der dritte von drei Bänden. Sind wir deswegen hier? Weil du Bücher liebst? Ich liebe das schriftliche Wort, denn es repräsentiert Macht.
Bücher von heute sind wertlos. Zellstoff, Leim und maschinenbedruckte Seiten. Massenfertigung. Kein Nun Vergleich gut, dazu. Ich verstehe. Was willst du genau? Dieses Buch. Die anderen Bände habe ich schon. Der dritte wird heute Abend mit dem Flugzeug nach Rom gebracht. Bring ihn mir und wir unterhalten uns über Eggers. Wieso immer Flugzeuge? Na also. Tja, warum eigentlich? Ich glaube, weil sie sie nicht mag. Das ist ein Grund. Alle haben Angst vor ihr, deswegen haben sie gerade gut Flugzeuge. Flugzeuge sind gut. Kommt die Ruby nicht rauf und dann ist tot. Ja, ich denke, das ist genau der Grund. Ich muss noch mehr Lieder suchen, für die ich so unterlegen kann, weil ich habe zu wenig. Habe ich gemerkt. Ich dachte, das reicht. Ich habe so 15, 20 Stück, aber das ist zu wenig. Sehr ärgerlich. Eine schöne Büste, irgendein Buch, Typen mit Waffen, aber das ist kein Problem. Ah, die haben das einfach aufgemacht, so wie doof. Ah, okay. Ja, kein Problem. Okay, jetzt muss ich hier rumballern, während ich hier runterfalle, ist ja überhaupt kein Thema. Warte, Alter, nicht so schnell weggehen. Das ist gar nicht mal so einfach zu zielen, so. Warte. Ah. Ah, tschau. Ey. Verrückter Mongo. Alter, wie viele sind denn hier unterwegs? Mach ich einfach so, geht schneller. Ach, da ist noch einer. Wie viel von dem Scheiß haben die denn bitte geladen, ey? Das war's, Leute. Hey, da ist noch einer. Oh Gott, ich bin gleich tot. Der ist nicht tot. Nein! Ich glaube, ich kann aber auch ausweichen, oder? Kann ich nicht auch hin und her fliegen? Das habe ich jetzt gar nicht probiert. Sehr clever, das nicht zu probieren, aber wir werden es jetzt mal ausprobieren, ob das geht oder nicht. In der Luft ist immer blöd, da kannst du so wenig machen irgendwie. Nee, ich kann tatsächlich nicht ausweichen. Das ist natürlich jetzt richtig geil. Ich kann noch ein bisschen ranzoomen. Immer auf die Dinger schießen. Tötet man im Zweifel eh mehr als nur einen. Ich sehe teilweise auch nicht, woher die schießen, ne? Ist echt nicht so cool. So. Ist auch gar nicht mal so einfach, weil wir diesmal keinen coolen Zeitlupen-Modus haben, ist das gar nicht mal so einfach. Oh, da ist einer. Da ist noch einer. Einfach draufschießen. Da ist noch einer. Das automatische Ziel ist schon gut, weil das sagt mir immer, wo die Gegner sind. So, du bist tot. Du bist auch tot. Da ist noch einer. Oh. Die über mir sind, das sind die gefährlichsten irgendwie. Muss ich tatsächlich sagen, weil die sieht man immer recht schlecht. Kommt jetzt ein Quicktime-Event. Nö. Wir schießen einfach nur. Okay. Jetzt kommt bestimmt ein Quicktime-Event, oder? Komm schon. Nee, aber ich weiß bestimmt. Oh Gott. Okay, jetzt kann er. Jetzt hat da. Ah. Okay, jetzt hätte ich ausweichen müssen. Ich dachte, da unten bin ich safe, aber da unten bin ich irgendwie scheiße. Ja, das ist nicht gut. Jetzt weiß ich Bescheid. So, wir fliegen direkt da nach oben. Weil hier bin ich safe. Weil es. Oh Gott, da kommt noch so ein Riesenteil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hui. Muss ich hier durch, ja. Oh Gott. Alles klar. Easy. Können wir das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommen viele große Teile auf mich zu, aber ich habe sie alle wunderbar. Oh Gott, da, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bleibe einfach hier, wo ich bin.
Das war eine scheiß Idee. Ich hätte wohl nach unten gehen sollen. Das wollte das Spiel von mir. Naja, gut. Ich hasse das, wenn man das so schlecht einschätzt. Also ich kann das manchmal echt schlecht einschätzen irgendwie. Das ist nicht cool. Hier bin ich auf jeden Fall safe. Bei dem Ding weiß ich es nicht mehr, aber ich glaube, da gehen wir mal hier hin. Jetzt kommt... Oh Gott, da ist ein Teil rausgeflogen. Das war nicht gut. So, alles coolio. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo habe ich jetzt erst ausgewichen. Ich bin gegen... Oh, ich bin gegen ein Cut. Ich glaube, das müssen wir ein paar Mal öfter machen, weil irgendwie bin ich da also richtig schlecht drin. Im Ausweichen von Dingen. Ich nehme sie einfach immer gerne mit und dann mache ich die kaputt. Vor allem, ich achte halt immer auch nur auf die großen Teile, aber nie auf die kleinen, was dann natürlich im Zweifel ein bisschen scheiße ist. Weil ist nicht gut. So, dann zack. Okay, bei dem. Ich muss, glaube ich, erst oben ausweichen, oder? Oh, oh, sehr gut. Und jetzt nach unten. Ausgewichen. Und da kommen noch mehr Teile. Es sieht eigentlich aus, ob ich hier gut bin, aber ich glaube, hier bin ich echt nicht so geil. Okay, das Ding ist einfach da an mir vorbeigeflogen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommt so ein großes Ding um mich hin. Ich bleib einfach hier. Hier ist gut, ja, hier ist gut. Kann ich vielleicht jetzt an... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss da, glaube ich, durch die Mitte durch. Hä? Ich hab's doch locker geschafft. Komm schon, ich bitte dich. Ja, also ist ja lächerlich. Ich war doch in der Mitte drin. Ich mag so eine Passage irgendwie nicht so ganz. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Jetzt muss ich gleich eh wieder dahin. Okay. Ist halt am besten immer merken, wo man hin muss und so. Dann weiß man das, aber... Ich war locker in der Mitte gerade, also da kann man mir nichts erzählen, ne? Lockerst in der Mitte war ich. Oh, jetzt... Oh, da... Hot, da, da, da. Oh! Ui, 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 ui. Das war aber alles ziemlich knapp hier. Okay, hier bin ich erstmal unten safe, das weiß ich. Ich bin hier safe, das weiß ich auch. Okay, das Ding ist an mir vorbeigeflogen, ich gehe hier hin. Okay, 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 okay. Da kommen irgendwelche komischen Sachen, oh Gott. Oh. Alter! Das ist doch lächerlich, Mann. Ich bin doch nach oben geflogen. Warum kann die denn nur so langsam nach oben, Mann? Kann ich vielleicht mit der Zeitlupe noch irgendwas reißen? Ich kann nicht schießen. Das ist natürlich Premium. Das ist doch scheiße. Das macht mir keinen Spaß. Wenn man scheiße ist. Nach oben. Nach unten. Ich habe das Gefühl, in der Zeitlupe kannst du dich viel langsamer bewegen irgendwie. Ich weiß auch nicht, sehr komisch vielleicht, aber es kommt mir doch durchaus so vor. Okay, jetzt fliegt das große Ding an mir vorbei. Jetzt bin ich nach hier. Ich weiß nicht, ob das richtig war, aber wir werden es sehen. Ich wollte doch gerade ausweichen, Mann. Diese kleinen Drecksdinger immer, ne? Das geht mir ein bisschen auf den Sack gerade. Ich mag diese Mission nicht. Ich werde das, glaube ich, ein bisschen zusammenschneiden oder so. Einfach nur den zeigen, der geklappt hat. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Weil das geht mir sonst tierisch auf den Keks, ey. Wenn wir uns direkt beim... Alter, fick dich doch, du Drecksreifen, ne? Mama, 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 ich mach ganz viele Versuche, aber ihr seht nur einen. Lalalalalalalalala. Jetzt bin ich nicht gegen den Reifen geflogen. Warum? Gerade bin ich genauso geflogen und bin ich einfach gegengeknallt. Das ist höchst eigenartig. Okay, unten. Oben. Unten. Vielleicht sollte ich mir einfach mal merken, wie ich dann hier so ausweichen muss, aber ich merke mir das halt nicht, ne? Ich muss jetzt auf den kleinen Scheiß ein bisschen achten. Ich weiß jetzt hier zum Beispiel nicht, wo soll ich am besten hin. Erstmal kommt da ein großes Teil, da möchte ich gerne ausweichen. Dann kommt da das Teil. Ich gehe jetzt mal hier nach oben. Okay. Okay, jetzt kommt das Ding. Gut, hier bin ich gerade auch gestorben. Bin ich in der Mitte? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich gehe davon aus, das wird passen. Nee, oder? Ich muss hier... Oh Gott. Okay, aber hier ist nicht so schlimm.
Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ey. Vermutlich. Vermutlich geschafft, ja. Geh weg. Ungeheuerlich. Jetzt wird man schon in der Luft einfach von fremden Leuten angegrapscht. Was denn da los? Das finde ich nicht gut. Kann ich so nicht ganz unterstützen. Hier, dein verdammtes Buch. Das ist es. Du hast es geschafft. Und jetzt kriegst du, was du haben wolltest, Ruby. Informationen über William Akers. Sehr gut. Damit haben wir auch dieses Kapitel hinter uns gebracht. Ich bin begeistert. Wir haben 3500 Punkte. Wir können hier einen Hechthieb und eine Ausweichen machen. Nichts hier weg. Lasse Ruby gegnerischen Angriffen durch eine schnelle Rolle. Drücke L2 im Ausweichen. Alles klar. Werde ich dann tun. Ich habe nur noch 1000 Punkte. Leider kann ich mir den letzten Lebensbalken nicht so ganz kaufen. Aber das macht überhaupt nichts. Die Maschinenpistolen. Jetzt hast du Zugang zu den beiden Maschinenpistolen von Ruby. Perfekt zum Großreinemachen per Kugelhagel geeignet. Wirbelt ordentlich Staub auf. Das finde ich gut. Vor 3 Monaten irgendwo in Texas. Ah. Achso, jetzt lernen wir schießen natürlich mit den Waffen, klar. Los. Ich hab leider nicht alle. Alter. Ist gar nicht so einfach mit denen zu schießen, finde ich. Selbst in der. Ich bin so dumm, warum schieße ich nicht auch mal? So mal schießen wäre ganz cool eigentlich, ja, muss ich sagen. Das hätte schon was. Wenn man es halt nicht macht, ist doof. Ne? Oh Gott, nein. Ja. Ich hasse es. Ich hasse das. Ich schwöre, ich hasse es. Warum kann ich nicht zur Seite springen? Ach Mann, oh. Das ist doch scheiße. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Jetzt muss ich dann wieder hochlaufen. So, ich habe super toll getroffen. Ich glaube, ich bin nicht sehr gut mit dieser Waffe. Da ist bestimmt irgendwo noch einer rausgekommen. Ich weiß aber leider nicht wo. Das ist ärgerlich. Ach so. Ah, cool. Warum sollte ich da jetzt abspringen von? Hätte auch einfach wieder runtergekommen. Naja, wird schon. Also ich finde die normalen Pistolen irgendwie geiler. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht ganz, woher das kommt, aber es ist halt so. Ich finde das Ziel damit komplett anders irgendwie, ne? Ist echt ein bisschen strange. Springen! Schankelöhn! Lass mich hier runter. Okay, ich lasse mich fallen. Ich komme hier nicht hoch. Ha! Das ist jetzt natürlich geil. Das heißt, ich muss den ganzen Scheiß nochmal neu machen. Da habe ich aber keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Boah, Alter. Komm schon. Das war doch, warte mal, das war doch von hier, das war doch hier hochgelaufen. Das war doch hier. Habe ich hier einfach hoch. Müsste es ja auch tun. Boah, diese Übungsdinger, die gehen einem schon ein bisschen auf den Keks, also mir zumindest. Ja, aber, ach so. Ah, ich kann, nee, hier lang. Aha, gut. Machen wir das so. Aha. Lalilu, lalu, lalilu, lulululu. Vor allem, sie justiert immer automatisch irgendwie nach. Das nervt ein bisschen. Alles klar. Wie soll ich denn das Ding bitte treffen? Hoch. Okay, hier hoch. Kann das bitte gleich vorbei sein? Ich muss bestimmt noch irgendeinen anderen Scheiß machen, auf den ich keinen Bock habe. Siehst doch schon, komm.
Da war ein kleiner Skorpion. Ich habe es gesehen. Ja, damit kann ich was anfangen. Weißt du, das ist einfach. Mann, warum nicht gleich so? So. So, hier habe ich doch ein bisschen Zeit. Da kann ich doch was gut machen. Schieß einfach weiter, ist ja egal. Nein. Weiter schießen ist, glaube ich, nicht so cool. Okay, aber ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Hui! Ins Ziel reingerutscht. Läuft. Nee, ist okay. Passt schon.